Also man muss schon mal sagen, dass die Stimme und die Untertitel schon mal haargenau zusammenpassen, wie auch schon im Chat erwähnt worden ist. Man kann sich also gar nicht vorstellen, was da noch gesprochen wird, da die Untertitel synchron, absolut synchron mit der Stimme ablaufen. So Leute, ein großer Haufen Minen. So, da würde ich sagen, wir bauen uns mal einfach einen Weg drumherum. Oder wir hüpfen einfach hier hoch und nehmen unser Schmuckstück mit. Leider wird das nicht so einfach möglich sein. Deshalb nehmen wir das Ding mit und gehen hier hoch. So, machen wir jetzt. Das Ding nehmen wir da oben drauf. Den nehmen wir mit. So, dann hüpfen wir mal da oben drauf. Alle, so, haben wir geschafft. Jetzt nur die Frage, wie kommen wir weiter? Wahrscheinlich müssen wir dann auf den da einlegen. So. Und hepp. So. Nehmen wir den wieder mit. Wir sind ja keine kleinen Dummen, sondern wir sind die ganz großen Dummen. So. Zack. Was bewirkt das überhaupt? Was bewirkt das? Eigentlich gar nichts. Okay. Wir brauchen beide. Nehmen wir doch beide mit. Also das war jetzt nicht so schwer für meine Verhältnisse. Da bin ich schon Schwereres gewohnt. Und gucken wir weiter. Genau, Kathi. Wir redeten von einer Person, wo wir glaubten, dass es vielleicht Sencha gewesen ist. Allerdings war es nicht Sencha, sondern jemand anders. Und da hat Luktif einfach nur in den Raum geschrien, vielleicht war es ja Kathi. Es ging nur um eine Person, die Bole trinkt. Um ein weibliches Wesen, das Bode trinkt. Aber ich glaube, das war Aiko Peaks. So hieß die Frau. Die war aber jetzt schon wieder länger nicht in unserem Channel. Das war noch zur Dark Souls Zeit. So, wir haben jetzt hier... Was können wir hier drauflegen? Was bewirkt das? Was bewirkt... Alles klar, da geht der Ventilator an. Das wäre also so top. So. Jetzt die Frage, was machen wir jetzt hier? Wir könnten hier hinspringen. Bringt uns das irgendwas? Ja, bringt uns was. Wir können das Ding mitnehmen. So. Bewaffnet damit können wir jetzt diesen Jammer mitnehmen. So. Können wir rot irgendwie verbinden? Ja, können wir. Das Ding können wir auch mitnehmen. Wo brauchen wir das? Nehmen wir erstmal hier diesen Stein mit. Wir bräuchten ja anscheinend hier auch noch ein bisschen mehr Sachen als nur das. Hexe Marco, es ist dunkel. Nee, wenn jemand sowas hat, dann ich dance. Mach mir keine Angst, dass ich den... Ja, geht jetzt bloß. Nee, also dich meinten wir nicht. So Leute, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Also ich glaube, wir müssten jetzt das Ding hier drauflegen. Dann würden wir den hier nehmen. Ist die Frage, haben wir Sichtkontakt? Haben wir. Dann werde ich mal gucken, dass wir alles verbinden, was wir verbinden können mit Rot. Den da auch. Moment. Den da. Den da. Fuck. Den da. Den da. Ja. Und den da. Den da. War nicht ganz so geplant. Moment. Den da. Und den da. So. Aber ich glaube, das hilft uns nicht, ne? Ne. Das hilft uns nicht wirklich weiter. Da haben wir noch einen Stein. Warum liegt da gerade im letzten Raum ein Würfel? Das heißt, hier muss noch ein weiteres Geheimnis geben. Denn wenn man ja quasi den Endraum erreicht hat, warum soll man da noch einen Würfel benötigen? Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall noch Geheimnisse. So, gucken wir mal hier weiter. So, wir müssten also hier ran. Brauche ich mal so blau. Blau müssten wir verbinden. So. Blau verbinden. Dann ist rot egal. Aber Rot brauchen wir auch, um den zu aktivieren. Es sei denn, wir hätten den Jammer auf der anderen Seite. So. Das heißt also, der ist schon mal Pflicht. So.
Dann nehmen wir jetzt hier blau. Gucken wir uns mal blau verbinden. Wo ist blau? Blau. Und blau. So, gucken wir uns mal blau verbinden. Bekommt von hier aus keine Verbindung. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Das heißt, wir müssen diesen Gemmer mitnehmen. Wir müssen Rot hier hinbekommen, auf jeden Fall, weil wir da den Gemmer benötigen. Gut. Wie kriegen wir Rot hierher? Da haben wir auch noch einen Stein. Okay. Rot. Wie kriegen wir Rot dorthin? Auf die andere Seite. Eigentlich nur, indem wir das hochkatapultieren. Nehmen wir den Gemmer mit. Kriegen wir nicht mit, so. Verbinden wir die nochmal. Zack, zack, zack. So. Wir müssen also Rot verbinden. Es wird nichts. Es wird ein Satz mit X, Leute. Es wird nichts. Wie kriegen wir das nun verbunden? Wir bräuchten das, dass wir hier hochgefahren werden. Moment. Wir müssen also eine rote Verbindung schaffen, hierher. Oder wir müssen den Gemma hier mit rüberkriegen. Das müssten wir hinbekommen. Das müsste klappen. Wir müssten den Gemma mitnehmen. Okay, machen wir nochmal dasselbe. Ich komme nicht mehr runter. Okay. Wir nehmen den Gemma mit. Und fliegen hier einmal rüber. So, und wir holen jetzt hier den Würfel raus. Mit diesem Würfel bewaffnet haben wir dann wieder ein paar bisschen mehr Möglichkeiten. Würfel nehmen wir hier runter. Das nehmen wir auch mit. So. So, jetzt müssen wir uns kurz überlegen. Wir müssen also Rot da hinten hinkriegen. So, dann würde ich erstmal sagen, auf jeden Fall. Nee, das. Wir bräuchten einen zweiten davon. Das ist gar nicht so einfach. Gucken wir mal weiter. So. Blau. Wir brauchen Blau. Hier ist Blau. Rot muss aber aktiviert sein. Das heißt, Rot muss hier auf jeden Fall aktiviert sein. Oder wir müssen den Gemma hier auf die Seite bekommen. Das bedeutet also, wir nehmen den wieder mit. Zack. Zack. Gemma wieder auf diese Seite. Jetzt haben wir hier auch noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Aber ob die uns helfen, ist die Frage. So, blau. Wenn wir also hier jetzt das Blau hinstellen. Blau. Blau, blau. Und jetzt nehmen wir noch einen Gemma mit. Dann müsste das funktionieren. Dann kriegen wir den hier raus. Okay. Jetzt die Frage, wo war denn hier das Ziel? Das Ziel ist es, das Rote zu aktivieren. Rot bekommen wir von da hinten nur. Das heißt, sie müssen auf jeden Fall entweder den Gemma hier kriegen. Also entweder den Gemma hier kriegen. Auf die Seite. Oder einen roten Weg legen von hier aus. Es wäre möglich, wenn wir hier rankommen würden. Okay. Machen wir jetzt mal Folgendes. Wir nehmen den Gemma wieder mit. Wir packen den mal hier. Damit wir auch alle Sachen zurückbekommen. So, wir müssen bedenken, wir brauchen auch hier Rot, damit wir durchgehen können. Oder später den Gemma. So. Mann, Leute. So. Den werden wir dann hier reinlegen. Das benutzen wir zum Schluss. Den legen wir hier drauf. Jetzt verbinden wir erstmal alles. Rot. Rot. Und Rot. Und setzen den hier oben drauf. Jetzt setzen wir hier den Stein drauf. Wenn wir es jetzt noch hinbekommen, dass wir hier durchkommen, dann müsste es funktionieren. Oh, hier haben wir noch einen über. Hier haben wir noch einen über. Hä? Hä? Okay, es klappt irgendwie nicht ganz. Machen wir das mal so. Aber thank you.
Ich möchte dir gern helfen, aber ich bin im Zwielicht gefangen, nur weil die Minen dich besiegt haben. Los, fangen wir an vorhin. So. Rot. Noch ein Rätsel haben wir hier. Die restlichen Rätsel, noch zwei Rätsel haben wir, Leute. Danach können wir von mir aus Five Nights at Freddy's starten. Jede Menge Störungen. Jede Menge Störungen. Also das heißt, wahrscheinlich brauchen wir hier einen Jammer. So. Wo haben wir hier einen Jammer? So, da haben wir schon mal Schlüssel. Aber ich sehe gerade nicht, wie wir zum Jammer kommen. Ohne Jammer können wir hier gar nichts machen. Okay. Habe ich geirrt? Wir haben einen Jammer. Hier kommen wir nicht weiter. Hilft uns nicht. Wir könnten kurz hier die anhalten. Wenn er sich auf dem Rückweg macht, lassen wir den frei. Können wir das die Tür öffnen. So, ist die Frage, hilft uns das? Wenn wir einen Schlüssel hätten, würde uns hier weitergeholfen werden. Aber wir haben noch keinen Schlüssel. Gucken wir also erstmal, dass wir den Schlüssel bekommen. Schlüssel haben wir. Das Ziel. Aber hier sind noch zwei Miniguns, die auf uns ballern würden, wenn wir hier hingehen würden. Ah, hier haben wir noch einen Jammer, Leute. Lass uns mal versuchen, den zweiten Jammer zu bekommen. Von hier aus wird das nichts. Mal, dass wir an den zweiten Jammer kommen. Gut, damit haben wir dann gleich schon mal die Abkürzung freigeschaltet. Wie sind wir an der Mine vorbeigekommen? Sind wir an der Mine vorbeigekommen? War die eingesperrt? Nee, ne? Die war noch nicht eingesperrt. Okay. Ich glaube, wir brauchen aber das Ding hier hinten. Durchkommen. Weiß nicht, was es gerade gebracht hat, aber wir haben es geschafft. Aber wir kriegen nun... Also eine Art Abkürzung. Weil hilft er nicht wirklich weiter. Was das? Was bringt uns das?
Da haben wir noch einen Gemma. Okay, 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 okay. Noch ein Gemma. Nehme ich. Hab ihn nicht gesehen. Der ist hier hinter. Okay. Wir müssen also auch diesen zweiten Gemma hier kriegen. Das sollte aber möglich sein, indem wir diese Tür von hier aus jammen. Und habe schon drei Gemma. Drei Gemma. Müssten ausreichen. Wenn wir jetzt herausfinden würden, wo wir überhaupt hin müssen. Hm. Wo ist überhaupt das Ziel? Leute, habt ihr das Ziel gesehen? Hm. Ich hab das Ziel noch gar nicht gesehen. Noch drei Gemma oder nicht? Wir hatten drei Gemma. Wo sind die hin? Also mittlerweile müssen wir noch drei Gemma haben. Oder sind es wirklich nur zwei? Da ist das Ziel. Wir brauchen zwei, drei. Ja, genau. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen diese drei Gemma hierher bekommen. Aber ich vermisse gerade den dritten Gemma. Einer. Zwei, drei. Okay, wir wissen, wo es ist. Okay. Alles klar. Hier ist der dritte Gemma. So. Das heißt, wir nehmen den jetzt mit. Wir halten die Kugel auf. Ne, das sind nur zwei Gemma. Brauchen aber drei. Wo habe ich den dritten Gemma eingepackt? Hier. Was soll er da? So, wunderbar. Du, sehr gefährlich hier, du. So, damit müsste es normalerweise jetzt funktionieren. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, schalten die beiden. Hm, ist doch ein bisschen mehr. Den kriege ich hier nicht durch. Okay. Doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Aber wir müssen echt eine Menge rumjammen. So. Piep, 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 pop. So. Jetzt aber. Alter Schwede, ja? Eine Menge Arbeit. Für so ein Rätselstückchen. So. Five Nights at Freddy's folgt in einem mittleren Spiel noch.
Und dann werden wir noch diesen Computer angucken. Piep, 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 pop. So, Seite an Seite hüpfen. Dann trinken es leider alle. Aber wisst ihr was? Ich habe mir heute extra für die Fahrkarte für die Nacht, habe ich mir mal hier mal was geholt. Ein bisschen Chips. Esse ich sonst eigentlich nie. So. Blau. Blau ist gut. Blau. Hammer. Oh, da haben wir noch mehr. Moment. Blau, 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 blau. Hier bräuchten wir Rot für das Stern, was für den Stern, der hier ist. Ah, Rot habe ich noch nicht gesehen. Hm. Jemand Störenfried? Zwei Störenfriede. Geil, hab auch Chips. So. Wie kriegen wir das hier am besten oder am dümmsten hin? Hm. Erstmal dafür, dass sie gleichzeitig fahren. Sorgen wir dafür, dass sie gleichzeitig fahren. Blau. Da müssen wir noch einen draufstellen. Okay, das kriegen wir hin. Wartest du auf eine Antwort? Richtig. So Leute, dann haben wir erstmal alle, haben wir Haus B auch geschafft. Gucken wir uns auf den Computer an, ganz geschmeidig. Okay, also keine neuen Informationen. Ja, damit haben wir jetzt auch diese Welt abgeschlossen. Wahrscheinlich gibt es da noch Geheimnisse. Aber die waren wir heute leider nicht in der Lage zu lösen. Zwei Städte gibt es hier noch. Aber damit haben wir erstmal Haus B. Das Reich der Gräber sei nun dein. Lass dies für dich eine Lehre sein, dass der Tod nur durch den Glauben besiegt werden kann. Gut. Auch die beiden speziellen Gegenstände haben wir bereits schon eingesammelt. Und jetzt kann man da oben zwar noch eine Menge Sachen frei, und Haus C ist auch frei. Aber naja. So, fahren wir noch an die Oberfläche. So. Leute, jetzt wartet noch Haus C auf uns und dann könnten wir uns eigentlich mal in den Turm aufmachen.
An sich, wir haben auch schon 22 harte Rätsel. Eigentlich können wir uns jetzt schon die Augen drin aufmachen. Jeep. Und Sia. Das sind keine Freunde von mir. Das sind alles irgendwelche Computergegner. So.